Moin moin und willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Ich habe mich bloß noch schnell schlafen gelegt, ansonsten habe ich noch nichts weiter gemacht. Ich würde sagen, Hey, wir kommen nicht mehr zu unseren Pflänzchen. Was ist denn jetzt los? Na super, ich würde sagen, wir fahren den Zug mal wieder ein Stück vor. Warum hat's denn jetzt den Zaun hier hinten? So, der war offen. Ich bin wahrscheinlich nicht weit genug vorgefahren, aber dass der jetzt auf einmal wieder zu ist, natürlich auch etwas merkwürdig. So, ich sehe fast nichts. Ja, super, sehe ich jetzt natürlich auch super, wie weit ich noch vorfahren kann. Naja, wir tasten uns mal ganz langsam ran. So, Engine activated. Bremse raus. Fahren wir schon? Jo. Und dann würde ich sagen, machen wir mal hier Stopp. Wir haben wahrscheinlich immer noch genügend Platz. Naja, obwohl es geht. So, jetzt mal hoffen, dass der Zaun weg ist. Ja, er ist wieder weg. Ein Glück. So, unsere Pflänzchen sind fertig. Sehr schön. Na, jetzt aber. Dann pflanzen wir doch gleich neue 36 Kartoffeln, Mensch. Wahnsinn. Ach Mist, so viele kann ich wieder nicht. Mir reichen doch 6 Stück. Mehr möchte ich doch gar nicht. So, hier Kartoffeln, da Kartoffeln, überall Kartoffeln. Müssen auch mal was anderes machen. Aber was anderes gönnt uns das Spiel leider noch nicht. Sehr schön, dann haben wir 30 Stück. Wir können uns auf jeden Fall bald bewerfen mit Kartoffelsalat. Wir haben nämlich auch hier noch 16 Stück und da haben wir 46. So, 8 Kilo haben wir einstecken. Das sieht doch gut aus. Dann können wir uns doch direkt auf den Weg machen zum Dorf. Ich hoffe mal, der Baseballschläger hält noch ein bisschen aus, aber ich glaube, das sollte passen. Wird auch gerade schön hell, dann müssen wir nicht im Dunkeln laufen. Wir hauen uns gleich noch ein Energy rein. Aber erst in der Verschnaufpause. Und zwar jetzt, weil wenn, dann müssen wir den natürlich auch richtig ausnutzen. Da würde ich sagen, wir machen uns jetzt mal auf den Weg zum Polizeirevier und schauen mal, was dort so los ist. Ich würde ganz gerne Anzeige erstatten gegen alle Zombies, die mich angegriffen haben. Ich verrate der Polizei natürlich nicht, dass wir Selbstjustiz begangen haben. Aber Anzeige gegen unbekannten Zombie, das wäre doch auch mal was Schönes. Munitionstechnisch sieht es an sich auch ganz gut aus, von daher passt das, dass wir ein paar Sachen wieder weggelegt haben oder ein bisschen Munition weggepackt haben. Ich möchte tatsächlich mit so wenig Loot wie möglich hier rüber starten, weil uns das Gepäck halt jedes Mal dazu zwingt, wieder loszumachen, obwohl wir vielleicht sogar noch eine Stunde Zeit hätten. Und das ist immer etwas ärgerlich, denn ich möchte euch nicht immer mit diesen langen Laufwegen hier langweilen. So, dann gehen wir wieder hier zum Busfahrer. Heute mal kein Ticket. Und ich steige auch vorne aus. Du Sack. Ich kutschiere jeden Tag mit meinem 500.000 Euro Benz die Bitches umher. Manfred, Busfahrer. So, diesmal sind keine Zombies nachgespawnt. Das gefällt mir schon mal relativ gut. Brauchen wir nicht jedes Mal uns hier wieder durch die gleichen Gassen schlagen. Anscheinend haben wir sie jetzt doch alle erwischt. Ich weiß nicht, ob die alle auf den Dächern rumgelaufen sind. Eventuell hatten wir die bloß übersehen. Gut, so, wir machen uns gleich zum Polizeirevier. Ich bin gespannt, was da drin ist. Hier sieht es auch schon etwas leerer aus. Und da drin scheint schon gut was los zu sein. Die wollen anscheinend raus. Ist das ein schneller? Nö, okay. Dann können wir dich auch. Dann können wir machen erstmal den hier kaputt. Gut, das ging ja noch. Wir schauen mal. Ah, Kotzbrocken. Und bam. Wie schön. Aber Fingernägel hat sie sich trotzdem noch lackiert. Wahrscheinlich mit Zombieblut von anderen Zombies. Oder vielleicht auch mit ihrem eigenen. So, was ist denn hier los? Hier einer drin? Essenskabine? Was gab's bei denen Schönes? Bücher? Wer liest denn in seiner Mittagspause beim Essen Buch?
Obwohl, manche tun das. Ich wollte euch jetzt nicht zu nahe treten. Obwohl ich mir das nicht vorstellen kann, in meiner Mittagspause möchte ich einfach nur entspannen. So. Oh, was? Hä? Von wo? Das hat, ah, Weapon is broken. Hat er jetzt gegen die, durch die Tür geschlagen? Scheiß Bug-User. Gibt's ja wohl nicht. Ja, na klar. Und hier auch noch Wallhacker. Obwohl, er hat uns ja wahrscheinlich nicht vorher gesehen, aber auf jeden Fall war er da. Ach Mist. Okay, mittlerweile habe ich den Dreh etwas raus, bloß die Schildzombies machen mir noch etwas zu schaffen. Und das ganze Geklopfe geht mit derbst auf den Keks. Ich glaube, ich träume heute Nacht davon. Nein. Oh, was denn jetzt? Ja, mein Guter, das tut mir sehr leid für dich. Ja, so einfach kann es gehen. Wir sind anscheinend wirklich alle etwas objektophil und verlieben sich hier in die Türen. Wir wollen die vielleicht gar nicht zerhauen, sondern sich daran reiben. Okay, hier war der Schulungssaal. Auch ziemlich leer. Nicht mal eine Tafel oder ein Beamer. Hier wurde immer nur erzählt. Nie gezeigt. Okay, hier unten sind wir durch. Hier klopft schon wieder einer, der rein möchte. Ach, natürlich. Männchen, ich mach dir noch die Tür auf. Ach, Mist. Was mache ich mit dir? Ich weiß nicht, wie ich dich treffen soll. Vielleicht, wenn wir dem einmal aufs Schild hauen? Ah, nee, aber wenn er haut, dann... Ah, okay. So geht's natürlich. Ich würde zu gern das Schild mitnehmen. Wir machen jetzt erstmal die Tür zu. Ja, ihr Guten. Ich sollte vielleicht nicht immer rennen in den Gebäuden. Dann hören die uns wahrscheinlich auch nicht. Beruhige dich. Alles wird schlecht. So, Geld und Dollarinos. Hier ist nichts drin. Schade, die sehen immer so aus, als wären da direkt eine geile neue Waffe drin. Und da... Ui, wo kam du denn her? Aber dann ist in den Kisten meistens gar nichts drin. Das enttäuscht mich immer etwas. Ach Mensch, Leute, beruhigt euch doch mal. Auch schön. So, naja. Hä? Wieder durch die Tür gehauen. Das gibt's doch nicht. So, was haben wir denn hier Schönes drin? Ja, da hat man ja richtig viel Privatsphäre, wenn man hier schläft und dort die Toilette ist. Wenn man immer bloß die Tür offen stehen lassen, dann sieht einen zumindest, obwohl das linke Bett sieht einen auch. Ist ja mehr ein Gefängnis hier. Wie soll man denn da schlafen mit der Klospülung am Kopf? Nee, an den Füßen, so rum lag er. Ach so, das sind auch kleine Zellen hier. Okay, ich dachte, es ist nur Polizeirevier, aber jetzt hier natürlich mit den Gittern an den Fenstern macht das natürlich schon wieder mehr Sinn. Die Ausnüchterungszellen hier. So, wer haut denn hier noch so wie ein Bekloppter? Was ist hier? Versandabteilung? Ich sehe zumindest ganz paar Kisten. Oder vielleicht auch einfach die Asservatenkammer. Obwohl die etwas wenig geschützt wäre mit so einer kleinen Holztür. Aber wer weiß, vielleicht sind ja im Jahr 2035 die Menschen friedlicher. Obwohl man dann auch keine Asservatenkammer mehr brauchen würde. Also macht das auch keinen Sinn. Na gut, ich weiß es nicht. Ich habe versucht, das Ganze zu erklären, aber bin jämmerlich dran gescheitert. So, Munition und alles finden wir viel. 14 Kilo, 20... Uah! Junge, schreck mich da nicht so. Ach, shit. Ui, da haben wir mal kurz die Tastatur angeleckt. Bin Corona infiziert. Hallo. Hey. Ach, eine Waffe leer. Na klar. Und da war er weg. Der hat mich etwas erschrocken, der Gute. So, den Fahrstuhl können wir nicht benutzen, ne? Nö. Schade, schade. Ach Mensch, beruhigt euch doch mal. Ah, ist ein bisschen ärgerlich, dass die Schrotflinte nicht zwei Gegner gleichzeitig trifft. Ja, natürlich. Mit der Schrotflinte warte ich vor der Tür und dann kommen nur normale. Wenn ich dann mal denke, komm, wir gehen wieder auf den Nahkampf, kommt so einer hier. Sag mal.
Gibt's ja wohl nicht. So, was haben wir? Ist ja noch einer? Nö. Schränke über Schränke. Aber ansonsten nichts Schönes. Okay, naja, was soll's. Ich möchte jetzt endlich mal einen Schlüssel finden. Ui, was haben wir denn hier? Munition. Eine neue Waffe. Pump Shotgun 8 Charger oder 8 Charger. Geilo, 8 Schuss. Ja, mega. Da können wir die alte doch direkt wegwerfen. Also kommt drauf an, wenn die weniger Schaden macht, dann nicht, aber ansonsten lassen wir die alte auf jeden Fall im Zug. Sehr geil, die möchte ich gerne gleich mal ausprobieren. Aber einen Schlüssel hätte ich trotzdem ganz gerne noch. So, nächster Schulungsraum. Was haben wir hier? Hier haben wir die Kantine. Aber gab auch nichts mehr im Kühlschrank. So, mein Guter, komm mal her. Okay, Schaden ballert die also auch gut rein. Und hier auch schön Dosenfutter in der Küche. Was anderes haben die auch nicht bekommen. Schön Kartoffelsalat für 8 Euro. Und dabei ist es bloß fertiger aus der Dose. Wahnsinn, Schränke über Schränke. Der fasst so aus wie ein Bibis Haus hier. Gut, dann sind wir hier durch. Es geht anscheinend noch höher. Aber das scheint die letzte Etage zu sein und hier wartet einer mit Schild. Na komm. Ja, ich kann nämlich deine Hand treffen. Und wenn ihr mich alle durch die Tür durchschlagt. Was macht er denn jetzt? Versucht bei Schüssen auszuweichen. Schnellen Handbewegungen. Ach shit, wir verballern zu viel Muni. Na komm, wir lassen rein. Obwohl, vorher trinken wir erstmal einen Schluck. Wie kann die Hand da unten sein, wenn er hier oben schlägt? Das ist hier die Frage. Und wir essen noch was. Zwei gleich. Ah, zum Glück haben wir hier 8 Schuss drin. Mensch, jetzt, was soll das bitte für ein Helm sein, der auf einem halben Meter Distanz Schrotflintenschüsse abwehrt? Ui, aber dafür, ja, muss er sich jetzt keine Gedanken mehr machen. Wir sind auf dem Dach, sehr schön. Wir hier noch was Schönes erledigen können. Auf jeden Fall schon mal eine kleine Aussicht über das Dorf. Hier vorne die Reihe sind wir ja schon lang, das heißt hier hinten kommen noch ein paar Grundstücke und hier kommt auch noch ein großes Gebäude. Sogar mit so einer Feuertreppe, eventuell kommen wir ja sogar die hoch. Okay, aber ansonsten ist hier nichts weiter. Hier oben noch. Ist hier eine Leiter hoch? Nö. Müssen wir auch nicht kaputt schießen. Ja, schade. Wenigstens eine kleine Kiste wäre hier oben noch schön gewesen. Aber anscheinend auch kein Schlüssel im Polizeirevier, das ärgert mich etwas. Hoffentlich finden wir den noch. Ich hoffe nicht, dass wir den hätten schon vorher finden müssen, dass wir vorbeigerannt sind. Das wäre so, glaube ich, das Schlechteste, was passieren kann. Weil dann sind wir ganz schön am Arsch und müssten den Rest der Strecke laufen. Vorne an der Weiche, aber dann können wir ja auch nirgendwo übernachten. Das macht alles keinen Sinn, also. Schlüssel muss auf jeden Fall noch kommen. Oder wir können uns vielleicht mit der Metallwerkbank einen riesen Vorschlaghammer bauen und kloppen die ganzen Türen einfach ein. Das wäre natürlich auch eine Variante. So. So, habe ich die Autos? Ich glaube, ich habe die Autos gar nicht durchgeguckt, oder? Nö, habe ich mal glatt vergessen. Mit dem Leder müssen wir auch mal noch gucken. Wir haben ja immer noch diesen Slot hier frei für unsere Rüstung. Natürlich mega geil, wenn wir uns da zeitnah mal eine bauen können. Aber ich habe es auch noch, also generell noch nicht gesehen, wofür Leder gut sein soll. Zumindest in dem Spiel jetzt. Gehen wir die Leiter hoch? Nö, finde ich ein bisschen schade. Dann baut sie bitte nicht mit ins Spiel ein, wenn ich sie so oder so nicht hochkomme. So, hier. Ne, hier ist offen. Okay. Noch ein Lebensmittelladen. Na Mensch. Also entweder kommt bald eine Riesendürre und wir finden nie wieder irgendwas. Deswegen beschenkt uns das Spiel gerade mit so viel Loot.
oder ich weiß es auch nicht. So, wer steht denn hier dahinter? Na, komm her. Noch ein Lebensmittel. Kein Wunder, dass hier so ein riesen Polizeirevier ist. Wenn hier so viele Lebensmittelgeschäfte sind, wurde sicherlich auch viel überfallen. Hey, wir sind mal hinter der Kasse. Ding, ding. 3 Euro bitte. Ui, hier gab es wohl Randale. Aber vielleicht hier die Cop-Bar. Polizisten dann immer nach der Spätschicht noch ein Bier getrunken haben. So, Taxi. Oh, Taxifahrer hat ein paar Chips dabei, na klar, wenn der kleine Hunger kommt. Die können wir wahrscheinlich doch, die können wir looten. Die aber wiederum nicht. Da vorne haben wir noch einen Polizisten. Hier können wir auch nicht reingucken, okay. Na dann. Boah, was? Was? Ah, kommst du denn her? Ah, falsche Schrotflinte genommen. Jetzt aber. Da. Okay. Alles kein Problem mit der neuen Schrotflinte. Da kann kommen, was will. Wir sind auf jeden Fall übermächtig. 12 Uhr haben wir es erst. Aber 25 Kilo. Wir müssen dann gleich mal gucken. Eventuell werfe ich auch mal den kaputten Baseballschläger weg. Ach, Polizisten. Und wir haben ein Level. Und da gehen wir doch direkt auf Stärke. Dann haben wir jetzt 36 Kilo. Jawohl. Können wir schon wieder 9 Kilo einpacken. Dann haben wir noch ein bisschen unnötiges Zeug. Einerseits wegfuttern und noch ein bisschen umdisponieren hier oben mit unserem Gürtel. Dann sollte das doch ganz gut aussehen. Dann kriegen wir wahrscheinlich doch noch ein paar Häuser gelootet. Wir haben es ja schließlich erst um 12. Also wir sind tatsächlich sehr schnell durchgekommen. Ich hätte eher gedacht, dass wir es schon wieder gegen 15 Uhr haben. Und ja, ja, komm hier. Ach Mist. Einmal daneben geschossen. Ach ja, mein Kleiner. Haben wir denn jetzt eigentlich alles schon? Wir haben normale Zombies, wir haben die Renner, die Kotzbrocken sind am Start, Polizeizombies und jetzt auch Polizeizombies mit Schild. Ich hoffe doch ganz stark, dass nicht noch bewaffnete Zombies kommen. Ach verdammt, warum habe ich das gesagt? Immer wenn ich sage, kommt's dann. Naja, mal schauen. Auch die kriegen wir niedergemetzelt. So, schöne Veranda hier. Mit Ausblick in den Wald, war bestimmt sehr teuer, die Hütte. Gut, war nicht wirklich viel in dem Haus, zwar etwas an Loot, aber ist nicht zwingend was Schönes. Beziehungsweise freue ich mich auch kaum noch über den Loot, weil wir einfach aktuell so extremst viel davon haben. Und wir haben auch so viel Schuss. Dann könnten wir auch mal ein bisschen rumballern. Okay, wir waren hier in der Polizistenbar, dann würde ich sagen, wir gucken uns die Häuser hier daneben mal noch an. Immer schön alles mit Struktur, damit ich nicht dreimal in dieselben Häuser renne. Das wäre sehr ungünstig. Gucken nochmal schnell die Autos hier durch. Das ist kaputt, das liegt auf dem Dach. Ach shit, wir haben kaum Ausdauer. Dann machen wir es halt auf die Art und Weise. Diesen benötigt zum Glück keine Kraft. Ah, da haben wir noch so ein Ding, das brauchten wir. Für das Teil, was wir am... Ach nein. Wollen wir mal eine Granate benutzen? Komm, wir benutzen mal eine Granate. Haben die bis jetzt viel zu wenig benutzt. Boom. Och, das tut mir aber leid, mein Kleiner. So, Kotzbrocken. Oh scheiße, die Granate war relativ laut. Ne? Die hat viele angelockt. Naja, so viele waren es nun auch wieder nicht. Na. Okay. Gut, dann machen wir erstmal hier in das Häuschen. Ich mach die Türen jetzt wieder zu, ich habe keine Lust auf böse Überraschungen.
Munition. Noch eine kleine Küche. Der arme Fernseher. Wir sind im Jahr 2035, ne? Wer hat denn da bitte noch einen Röhrenfernseher? Das macht doch alles gar keinen Sinn. Oder vielleicht sind die Röhrenfernseher, es kommt ja wieder das ganze Retro-Zeug zurück. Allerdings in der Elektronik meistens nicht, macht ja auch wenig Sinn, aber wer weiß. Wer weiß, vielleicht wollen dann alle wieder Röhrenfernseher haben und man bekommt die OLEDs hinterhergeschmissen. Aber an sich ganz hübsche Zimmer hier, auch ein hübscher Teppich. Passt zwar nicht unbedingt zum Rest der Einrichtung, aber naja. Wer kloppt denn hier schon wieder die ganze Zeit? Lasst mich doch einfach mal in Ruhe looten. So. Und wir sind überladen. Das wiegt 2 Kilo, das könnten wir auf jeden Fall schon mal oben reinpacken. Dann können wir die zwar nicht benutzen, was ich ein bisschen ärgerlich finde. Geht das nicht? Schade, okay, 2 Kilo passen noch. Ja, finde ich etwas schade, wenn wir die Munition da oben haben, dass wir die dann nicht gleichzeitig verschießen können. Macht für mich nicht unbedingt viel Sinn. Aber was soll's, wir können es ja nun mal nicht ändern. In einer Wasserflasche zu viel, na dann trinken wir doch eine. Dann müssten wir doch auch wieder eine einstecken können. Passt. So, wir sind voll. Rappel die voll. Gut, das Ding wollte ich eh wegschmeißen. 11 Kilo. Wir können, glaube ich, immer 5 Kilo einpacken. Also müssten das ja 10 Flaschen sein. Also 5 Kilo hier oben in das Ding legen, meine ich, in unseren Waffengürtel. So, ach, Kotzbrocken. Nein, ich habe keine Nahkampfwaffe. Oh, das hat gereicht. Lehn dich an die Tür an, tu so, als würdest du noch leben. Dann ist der Tod doch gleich halb so schlimm. So, dann gucken wir nochmal hier. Haben wir hier noch ein Schränkchen? Natürlich. Dann gucken wir nochmal hier hinein. Noch eine Küche. Sag mal, wie viele Küchen gibt es denn hier? Das ist wahrscheinlich ein Mehrfamilienhaus. Dann macht das natürlich auch wieder Sinn. So, noch eine Etage. Das scheint aber die letzte zu sein. Hier oben haben wir noch einen Freund. Ja, Dachgeschosswohnung, ne? Wäre ich auch verärgert, schön im Sommer. Wenn dir der Schweiß in den Rücken runterläuft. So, komm, du kriegst einen Schuss. Ach, shit. Wie viel unnötigen Hit wir schon wieder kassiert haben. Ah, die Räume sind doch alle gleich aufgebaut. Und wir sind überladen. So, das Ding wiegt 6 Kilo. Also das heißt, wir könnten eins davon einpacken. Was wiegt denn wenig? 3,5. Die M9 wiegt nur 1 Kilo. Ach Mist, ich krieg sie jetzt nicht weg. Naja, wir essen mal hier so ein Ding. Oder was heißt essen? Wir verbinden uns damit eher gesagt. Auch wenn es ein bisschen Verschwendung ist. Aber wir haben so viel davon. So, dann können wir ja eins davon hier oben reinpacken. Ein zweites wird nicht gehen. Ne, 5 Kilo ist wirklich die Grenze. So, dann haben wir jetzt nochmal 3 Kilo frei. Ich würde zumindest ganz gerne das Haus hier noch leer haben. So. Nachtschränkchen, ein paar Bandagen. Wenn man früh wach wird und auf einmal blutet, wer kennt's nicht. Und auch hier noch ein paar. Und damit sind wir fertig mit dem Haus und sind auch schon durch mit der Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Morgen 19 Uhr geht's dann weiter. Lasst gerne ein Abo da und dann macht's gut.